Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man. Wir gehen an Alec Man. Entgegen meiner ursprünglichen Behauptung habe ich es dann doch ein bisschen verändert, das Bild. Insofern, dass ich es euch auf Vollbild geschnitten habe. Ja, es ist eigentlich nicht Vollbild. Das merkt ihr aber gar nicht, weil ich das so taktisch zusammengeschnitten habe, dass es aussieht wie Vollbild. Wie die Alec Man Stage war, weiß ich gerade gar nicht. Okay, hier lande ich bloß wieder hier. Das ist schön. Warum gibt's sowas überhaupt? Komme ich da oben? Ne, da komme ich einfach so gar nicht dran. Da muss ich wahrscheinlich... Ach, ja, ich kann es mir denken. Ich muss mich wahrscheinlich von oben runterfallen lassen, damit ich den Mist nochmal machen kann. Ja, dafür ist die... Da kommt Freude auf. Da kommt wirklich Freude auf. Och ja, ja. Wie ich diese Stage schon jetzt liebe. Hier kommt doch garantiert auch wieder. Ja. Einfach nur die, die von oben kommen, abmetzeln, das reicht. Hallo? Ah. Danke. Und nochmal. So erscheinende Steine. Ich weiß, die sind jetzt noch im Verhältnis harmlos. In Mega Man 2 werden die, glaube ich, übel. War das 2 oder 3? Ich weiß es gerade echt nicht. Aber auf jeden Fall, dort werden sie mir, glaube ich, ziemlich auf den Senkel gehen. Aber sie sind jetzt schon nicht meine Freunde. Ja. Ich habe nämlich kein Timing, das sollte ich euch vielleicht erzählen. Dass der Wolf überhaupt kein Timing hat. Und deswegen diese Alec Man Stage total räudig ist. Also ich hoffe, die ist nicht allzu lang. Mach diese Stage tot, bitte. Ich will sie nicht mehr. Okay, ich muss mir hier mal ein Timing irgendwie andeuten. Okay, jetzt musste ich mich gerade mal konzentrieren und... Ah, ich dachte gerade schon. Tja, diese Ausbuchtung, die sieht doch nicht normal aus. Musste ich hier mit Gutsman ran? Offenbar nicht. Offenbar ist die einfach nur so da. Oder mit Bomberman? Mit Bombman? Nee. Okay. Dann ist die einfach nur so da, weil hier irgendwo waren, glaube ich, versteckte Waffen. Oh ja. Sprünge, bei denen man runterfallen kann. Meine Lieblinge. Ja, ich glaube, hier war irgendwo eine versteckte Waffe. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass ich den falschen Weg genommen habe. Ziemlich sicher. Ich bin nämlich gleich schon tot. Ja, hier, das ist die versteckte Waffe, die man hier finden kann. Und dafür brauche ich jetzt Gutsman. So, und was habe ich jetzt? Ach, hier kann ich so... Ja, jetzt habe ich hier so Plattformen, über die ich laufen kann. Nehmen den... Was? Du bist schon wieder da. Moin, komm einfach mal wieder. Na, ich meine, wenn ich hier eine Aufladung kriege, warum nicht? Warum?
buggt Mega Man gerade so ein bisschen. Geil. Und ein Continue. Super. Habe ich meine Waffe noch? Ja. Gut. Moment. Ich finde es ein bisschen doof, weil auch bei nur ganz kurzem Tastendruck löst die sich gleich volle Kanne aus. Die verbraucht viel zu viel Energie, wisst ihr das? So, ist mir jetzt egal. Benutzt mal lieber meinen Buster wieder. Hierfür hätte ich es lieber benutzt. Moment, jetzt bin ich ja gar nicht bei Buster, jetzt bin ich bei Bomberman. Oder Bombman. Warum sage ich immer Bomberman? Bomberman ist ein anderes Spiel. Das hier ist Mega Man. Och nee, jetzt geht ja hier wieder der Mist los. Und dann auch noch gleich mit Timing. Oh Mann. Da kommt Freude auf. Warum hatte ich hier eigentlich so wenig Leben? Kann man das mal irgendeiner sagen? Und wieder die Timing-Geschichte. Ja, und ich hab's Timing wieder verpasst und falle ganz nach unten. So wie sich das gehört. Mega Man ganz unten. Ja, dieses Spiel. Ich weiß schon, warum Leute sagen, Mega Man ist ein schweres Spiel. Es stimmt. Mega Man ist nicht einfach. Ich muss mir hier echt dieses Timing angewöhnen. So, komm. Sehr schön. So weit, so gut. Ich hätte mir zwar auch die Waffenpacks für unsere schöne Waffe holen können, will ich aber nicht. Und das kann ich mir mit der Waffe, die wir ja jetzt schon haben, eigentlich holen. Aber da ich davon schon so viel Muni verballert habe, möchte ich das eigentlich nicht. Jetzt mal links rum, weil ich glaube, wenn man mal von den Biestern absieht, ist links der deutlich harmlosere Weg. Weil hier haben wir nur so ein paar von den Viechern. Okay, das habe ich gerade versaut. Habe ich gesagt harmlos? Meinte schamlos. Hier kommt doch garantiert. Ja, ihr. Ja, wie viel zieht ihr mir denn noch ab? Ich geh wieder rechts rum. Gibt's dagegen nicht irgendeine Konvention? Und das Problem ist, ich kann mir hier nicht mal Save States machen, weil es eben diese Legacy Collection ist und nicht eine einfache ROM. Ja, ab hier habe ich aber zum Glück den einfacheren. Vergesst es! Bring hier einfach alles um. Bis Alecman heult. Hier kann ich meine Waffe zumindest wieder auffüllen. Ich weiß gar nicht, ob ich Gutsman hier brauche für den Typen. Für Alecman. So, jetzt habe ich das hier zumindest wieder voll. Aber ich nehme mal den Buster wieder. Noch ein Leben. Und warum kriege ich eigentlich keine? Matti, warum kriegst du so viele und ich nicht? Nee, ganz ehrlich. Ich nehme den anderen Weg. Konzentration. So, komm. Will nur noch bis zu Alecman kommen, dann kann ich sterben. Gut, die schießen aber nur in eine Richtung. Das ist okay. Bitte sag,
Ja, wenn ich jetzt Gutsman nicht hätte, dann wäre ich hier tot, oder was? Ja, und du spring runter, das finde ich gut. Und hier käme ich gar nicht hoch, wenn ich diese Waffe hier nicht hätte. Seht ihr mal, was das hier für Gemeinheiten sind. Wahrscheinlich kommt jetzt der nächste Gegner und bringt mich um. Oder ich fall hier runter. Die Szene kennen wir aber schon. Moment. Ich mach mir hier keine Gefahr. Ja, und du noch, Springi von Spring ins Feld. Und wieder von hier. Gut, wenn wir nochmal runterfallen, mache ich erstmal eine kurze Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich versuche, mich nicht aufzuregen über Mega Man. Bis gleich. So, ja, mit Einblendung sind wir wieder da. Ganz kurze Pause gemacht. Und mein Hass auf dieses Spiel ist nicht weniger geworden. Okay, ich nehme den normalen Weg. So wie der Mega Man-Gott das gewollt hat. Erhalte ich Schaden. Und sterbe jetzt schon im ersten Screen. Also wenn ich hier sterbe, dann schiebe ich mich offscreen in ein Dorf. Das könnt ihr aber glauben. Ja. Wolf macht's doch noch besser. Ah, ich sollte auch die Aare aus dem Mund nehmen, sonst ist das böse. Ja, jetzt brauche ich das Teil da rechts doch mal. Ja, wisst ihr was? Nein. Das mache ich nicht nochmal. Warum wollte ich nochmal Mega Man spielen? Hatte ich da irgendwie eine besondere Bewandtnis zu oder... Bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Achso, ja, ich muss ja... Achso, ja, er fällt runter. Aber er hält sich dann noch rechtzeitig fest. Das Mega Man... Ich glaube, da wird sich zwischen Mega Man und mir so eine Hassliebe entwickeln. Zumindest bei der Elegant Stage. Die anderen... Selbst da, wo ich eigentlich geschworen hätte, ich falle runter, die habe ich ja eigentlich relativ souverän geschafft. Da die Gutsman Stage, aber hier... Und ich habe gedacht, Gutsman wäre übel. Und die Gegner hier droppen ja auch nie extra Leben. Matey, wie hast du das geschafft? Bei dir sind ständig Leben. Nee. Ah, dieses Spiel wird mich noch zum Heulen bringen. Sterb. Du auch. Du. Moment. Ja, es verschwindet, weil Mega Man nicht von der Leiter runterkommt. Das hier finde ich so richtig ätzend. Wie soll man das bitte schaffen? Und eigentlich kann ich mich jetzt auch direkt wieder in den Dorf schieben, weil... Ja, ist egal. Ich hatte eh nicht genug Leben, um an dem Springer oben vorbeizukommen. Und dieses Ding da holen, das ist ja auch purer Selbstmord. Das finde ich aber blöd, dass man da oben diesen einen Hit mitnehmen muss oder links durch. Und links ist wesentlich schlimmer. Na komm. Wenn Mega Man da zumindest einen Schritt schneller wäre, dann ginge das. Ich sollte dann einfach mal stillhalten und die Klappe halten. Mega Man.
Wir haben es geschafft, soweit. Soweit haben wir es geschafft, soweit haben wir es schon mal geschafft. Wenn ich möchte, eine andere Stage zuerst. Kann man eigentlich mit Bombman hier irgendwas kaputt machen? Das möchte ich jetzt mal ausprobieren, ob man die vielleicht mit Bombman kaputt kriegt. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Das wäre aber schon cool, wenn die kaputt gehen würden. Ja! Okay, dann... dann eindeutig dieser Weg hier. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Perfekt. Warum halte ich einfach nicht meine Klappe? Ja, der eine springt da so selbstverliebt runter, das ist schön. So, mit was mache ich Springy kaputt? Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ach so, ja, vor Springy ist ja hier erstmal, ne? Selber Springy. Die Szene, die wir schon kennen, kopiert. Ich nehme dieses Feld nicht an. So. Ja? Ich werde hier kein Risiko eingehen und ich mache jetzt mal die ganz feige Methode. Okay, ich nehme den Hit mit. Ist mir egal, ich habe es bis zum Boss geschafft. Ich bleib mal bei Gutsman. Wie viel Leben habe ich noch? Eins, okay. Ist nicht unbedingt ideal. Vermutlich werden mich die Dinger hier schon umbringen. Lange bevor ich bei Alecman bin. Und hier kann man sich nicht mal runterfallen lassen. Wenn hier getroffen wird, muss man den ganzen Mist nochmal machen. Aber es gibt Steine für Gutsman. Das spricht dafür, dass das seine Waffe ist. Gut, Leute, Alecman beim nächsten Mal. Lasst mir als Kommentar da einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer